jetzt ist es so Zukunft, keine Ahnung. Also kann ja nicht sagen, was ich in einem halben Jahr mache, wo ich in einem halben Jahr bin, geschweige denn in einem Jahr, geschweige denn in 10 Jahren. Kein Plan. Ich war angestellt. Eines Tages wurde ich entlassen. Mit den Worten, wenn du so klug bist, machst du besser deine eigene Firma auf. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und eine Firma gegründet. Inzwischen bin ich ein Mensch, der weiß, wer er ist und was er will. Ich habe einen starken Charakter. Wenn ich was anfange, mache ich es auch fertig. Klar liebe ich meinen Beruf, aber trotzdem bleibt es echte Arbeit. Ich heiße Jean-Baptiste. Vor einem Jahr und 2 Monaten habe ich in Versailles ein Restaurant eröffnet. Und dieses Jahr haben wir einen Michelin-Stern erhalten. Ich wollte ein eigenes Restaurant haben, schon immer. Meinen Vater habe ich gefragt, ob er mit einsteigen will. Und wir haben es dann zusammen gemacht. Ich bin im Restaurant groß geworden. Erst mit meinen Großeltern, danach mit meinem Vater. Ich war es gewohnt, gut zu essen, immer beste Zutaten. Und ich konnte schon früh kochen. Mein Großvater hat mir die Weste geschenkt, die Hose, alles. Wir haben zusammen gebacken. Das sind schöne Erinnerungen. Ich bin in Versailles geboren. Diese Stadt treibt mich an und bekommt auch was von mir zurück. Ich bin hier geboren, habe mich hier niedergelassen und im Moment läuft's auch. So ein Restaurant ist gefragt. Darüber bin ich sehr froh. Ich hoffe, es bleibt so. Ich bin die Uta, bin 31 Jahre alt. Aktuell lebe ich in München, inzwischen seit 3 Jahren. Mein Lebenslauf ist etwas atypisch. Ich habe ganz normal mit 18 Abi gemacht, bin mir zu Hause in Leipzig. Bin dann nach Passau zum Jurastudium und bin dann in eine große internationale Anwaltskanzlei als Junganwältin quasi eingestiegen. Ja, und nach etwas mehr als einem Jahr hatte ich da ziemlich die Faxen dicke und mache im Moment was völlig anderes. Also bin beruflich gerade sehr, sehr breit aufgestellt, bin Hostess auf großen Events, Veranstaltungen, oft als Chefhostess oder Teamleitung, bin Empfangshostess in einem Restaurant, mache Modeljobs, Fotos, Präsentationen, manchmal ein bisschen Laufsteg, also jede Menge Messen, alles mit dabei. Ja, manchmal gibt sich da sehr viel spontan, manchmal weiß ich eine Woche vorher noch nicht, was ich eigentlich in der nächsten Woche mache und auf einmal habe ich dann wieder den ganzen Kalender voll und bin nur am Hin- und Herrasen von Job zu Job. Sehr abwechslungsreich, sehr spannend. Das sind wir. Das bin ich, Claudine. Ich bin 30. Ich arbeite und gleichzeitig studiere ich. Ich studiere gleichzeitig. Ich kann von mir selber so, das ist richtig. Ich betrachte mich als echte Luxemburgerin. Meine Muttersprache ist Luxemburgisch. Französisch spreche ich mit dem typischen Akzent und Deutsch auch. Uns wird oft nachgesagt, wir wären reserviert. Aber ich empfinde mich nicht so. Die andere Claudine sitzt hinten, Nathalie vorn. Zweimal die Woche fahren wir nach Namur in Belgien. Dort machen wir unseren Bachelor, um Diplompädagogen zu werden. Ich arbeite in einem Heim für junge Mädchen, die nicht mehr zu Hause leben können. Vor allem solche von der Straße oder aus dem Jugendgefängnis. Es gibt verschiedene Parallelen zwischen den Mädchen und mir, was den Lebensweg angeht. Ich weiß, was es bedeutet, von zu Hause wegzulaufen und wie schwer es ist, sich allein durchzuschlagen.
Im Heim haben die Mädchen wenigstens Ansprechpartner. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was physische und psychische Gewalt bedeutet. Das kenne ich auch. Die Sachen, die kann ich auch. Ich heiße Pavel, ich bin 32. Da habe ich mich vollständig mit Schlamm eingeschmiert. Und das ist Monika, meine Lebenspartnerin, an ihrem Lieblingsstrand. Das ist Zoja, meine Tochter. Ich war 30, als sie geboren wurde, und wir feiern hier, als sie 3 Monate wurde. Ich lebe mit meiner Familie seit 3 Jahren in Lodz. Hier habe ich Architektur und Stadtplanung studiert. Aber mir wurde schnell bewusst, wie nutzlos das für mich war. Ich habe das Studium abgebrochen, als mir klar wurde, dass es nicht der richtige Weg war, um Menschen dabei zu unterstützen, ein besseres Leben zu führen. Einige Monate später haben 2 Freunde und ich unser eigenes Architekturbüro gegründet. Wir haben begonnen, Gebäude aus natürlichen Materialien zu entwerfen. Mittlerweile wurde aus unserer Firma und dem Architekturbüro etwas viel Größeres. Obwohl wir in diesem Bereich Pioniere sind, haben viele Leute Kontakt zu uns aufgenommen. Wir haben daraufhin angefangen, Workshops zu organisieren. Man nennt das die tragende Strohballenlösung. Es sind die Strohballen, die die Last des Gebäudes tragen. Ich habe festgestellt, dass es viele Leute gibt, die wie ich denken. Und so kam ich auf die Idee, eine richtige Bewegung aufzubauen. Das wird eine Vorspeise fürs Mittagsmenü. Krabbenfleisch mit Olivenöl, Honig, Piment d'Espelette, Senf, Koriander, grüner Apfel, umwickelt mit sehr dünnen Gurkenscheiben. Dazu gibt es eine Seeigel-Emulsion und Avocado-Creme. Alexis, du musst aufpassen. Ich hatte gerade ein Stück Knorpel. Achte darauf. Nach einem einwöchigen Praktikum in meiner Schulzeit wusste ich, dass ich Koch werden wollte. Das Praktikum war im L'Auberga und dort bin ich später 2 Jahre geblieben. Zu Hause habe ich nachgekocht, was ich dort gelernt habe. Die Zutaten, die Gewürze, mir hat das alles sehr gefallen. Ich habe mich wohlgefühlt. Von da an stand mein Entschluss fest. Für Freitag oder Samstagabend. Da ist kein Tisch mehr frei. Schon seit gestern Abend. Da fehlt die Schweinefußterrine. Alles andere haben wir. Alles klar, schönen Tag noch. Danke, dir auch. Meine Familie wollte nicht, dass ich Koch werde. Wir kennen dieses Geschäft seit 1926. Die wissen, wie viel Zeit man investieren muss. Die ganzen Zugeständnisse, alles. Sie wollten lieber, dass ich irgendwas Ruhigeres mache. Trotzdem, ich wollte Koch werden. Schließlich haben sie aufgegeben. Ich habe mich dann bei Hotelfachschulen beworben, wo ich aber abgelehnt wurde. Also musste mich meine Familie unterstützen. Am Ende haben sie mir also dann doch geholfen, Koch zu werden. Als Jean-Baptiste mir davon erzählte, bin ich erst an die Decke gegangen. Weil ich überhaupt nicht wollte, dass er diesen verrückten Job macht. Doch er bestand drauf. Und ich habe mich wohl geirrt. Er ist mit Leidenschaft dabei. Und ohne Leidenschaft kannst du diesen Job vergessen. Dann ist er die Hölle.
Großartig. Süßkartoffeln, die nicht zu mehlig und nicht zu süß sind. Gute Mischung. Wenn wir die Menüs zusammenstellen, fragen wir unsere Lieferanten, was sie Neues haben. Die hier gibt es erst seit kurzem. Solche Süßkartoffeln gab es vorher in Frankreich nicht. Jetzt arbeite ich halt für andere Dinge und andere Projekte und andere Kunden. Ich muss dann einfach mal wirklich aus allem raus und letztendlich so dieses dann erstmal nur die Hostess sein, war dann wirklich auch erstmal das Richtige. Ich gesagt habe, jetzt bin ich auch für irgendwas zuständig, mache irgendwas, habe da meine konkrete Aufgabe, aber muss mich einfach gerade nicht damit auseinandersetzen, was da jetzt eigentlich inhaltlich gemacht wird und so. Ah ja, viel Zeit ist nicht. Wo parke ich denn? Ah, da. Wir sind hier an einem meiner Hauptarbeitsplätze. Ich mache das ja alles so mit Agenturen etc. Aber hier bin ich jetzt wirklich schon stabil seit, ach, keine Ahnung, ich glaube April letzten Jahres, also über anderthalb Jahre. Und ja, immer Dienstag bis Samstagabends, wenn es sich ausgeht. So, jetzt müssen wir hier erstmal noch kurz unsere Amtsseite. Jobs around the clock, also die ganze Zeit irgendwie immer am Rödeln. Ich mache auch immer quasi 20 Sachen parallel. Gut, in der Kanzlei bekommst du ein unanständig hohes Einstiegsgehalt. Also das ist da einfach in dieser Branche, bei dieser Art Kanzlei, da verdienst du dich dumm und dämlich gleich am Anfang und weißt gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Aber ich mache inzwischen so viel, habe mir auch ein gewisses Standing entwickelt, habe Kunden, die mich immer wieder buchen, kann jetzt auch manchmal die Preise einfach hochhandeln, dass ich eigentlich gerade gut über die Runden komme. Ich wurde adoptiert, als ich 2,5 war. Ich komme ja aus Südkorea. Aber das lief nicht wirklich gut. Ich bin keine Psychologin, ich kann es also nicht genau analysieren, aber ich war nicht das Kind, das meine Stiefeltern wollten oder wie sie es sich vorgestellt hatten. Ich wurde ziemlich schnell ablehnend und herabsetzend behandelt. Deshalb habe ich mich mit 19 dazu entschieden, auszuziehen und mein eigenes Leben zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr alle auf dem neuesten Stand seid. Wir fahren bald nach Paris. Es geht früh los, aber ihr werdet im Bus schlafen können, klar? Ganz viel so. Sie wollen frei sein wie der Wind. Das ist der Grund, warum sie oft weglaufen. Man muss wissen, dass es immer einen Grund gibt, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher wegläuft. Für sie funktioniert das Schulsystem gar nicht. Es ist zu streng, zu starr. Das Problem ist oft, dass sie sich nicht anpassen können. Von der Gesellschaft werden sie als Problem wahrgenommen. Und dann muss irgendwas mit ihnen gemacht werden. Zu Hause haben sie natürlich physische oder psychische Gewalt erlebt. Was wir außerdem immer mehr sehen, ist der Kulturschock, wenn Kinder oder Jugendliche aus anderen Ländern kommen, ohne vorbereitet zu sein. Die kulturellen Unterschiede sind manchmal enorm. Ich wollte immer in einer Unterkunft für Jugendliche arbeiten. Es ist wichtig, denen, die keinen Platz in der Gesellschaft haben, oder die ihren Platz verloren haben, die Möglichkeit zu geben, ihren Platz in der Gesellschaft wiederzufinden. Weißt du, wo der Besen ist?
Ist er nicht oben? Schau mal, ob nicht einer im Schrank steht. Ihnen wurde so oft gesagt, dass sie nichts sind, dass sie nichts können, dass sie ein Stück Scheiße sind. Aber das ist nicht wahr. Und an der Stelle setzt unsere Arbeit an. Natürlich machen sie Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber wer tut das nicht? Niemand kann mir erzählen, dass er ein perfektes Leben führt, konform mit dem Gesetz und moralisch einwandfrei. Hey Jana. Hallo. Wie lange bist du schon hier im Heim? Bald 1,5 Jahre. Wer hat das Bild da drüben gemalt? Das wurde in Lorette Mar gemalt, das bin ich. Im Ernst? Diese Mädchen haben wirklich eine Chance verdient, ihr eigenes Leben leben zu können. Hallo, mein Name ist Pavel und das ist Soja. Wir arbeiten bereits seit 1 Jahr zusammen. Ich bin hier, um mit euch über etwas ganz Wichtiges zu reden. Wer von euch hat schon mal ein Spatzennest gesehen? Hand hoch. Der Spatz lebt deshalb ein freies Leben, weil er weiß, wie er sein eigenes Haus bauen kann. Er kann sich eins für sich oder für jemand anderen bauen. Er kann das, weil er das Material, das er braucht, nicht kaufen muss. Er findet es kostenlos, in der Natur. Wer war schon mal draußen auf dem Land? Wer hat schon mal Roggenfelder gesehen und Stroh? Es ist erstaunlich. Jeder weiß, wie das Material Stroh ausschaut. Das Architekturstudium war ein Last-Minute-Einfall. Früher hatte ich gar kein Interesse daran. Paweł Sroczyński, nasz Chef, dokonał uroczystego otwarcia naszego nowego przybytku. Das war der Anfang unseres ersten Strohballen- und Lehmbauprojekts. Eigentlich war ich ja immer eher ein Faulpelz. Ein Typ ohne Geld, der nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll. Erst gegen Ende meiner Jugend fühlte ich mich gezwungen, etwas zu tun. Weil auf dieser Baustelle so viel passiert ist, wird mir dieser Ort immer viel bedeuten. Das Haus steht noch immer. Erst neulich habe ich vorbeigeschaut, um zu sehen, wie es dem Besitzer geht. Ich musste einfach aufhören da in der Anwaltskanzlei, weil ich konnte einfach nicht mehr. Also ich war wirklich mit meinen Kräften am Ende und habe das auch nicht gern gemacht, was ich da gemacht habe. Manches schon, klar, aber so insgesamt. Ich war halt so grundunzufrieden mit dieser Tätigkeit, mit der ich mich auch nicht identifizieren konnte, dass ich einfach sagen musste, dann einfach so, ich cutte das jetzt und ich cutte es komplett. Ich korrigiere immer mal noch so für meine alte Uni, Klausuren, Hausarbeiten, was gerade so ansteht. Es war ja nicht alles schlecht, ne? Ich hatte schon auch Sachen, die mir Spaß gemacht haben, die ich cool fand, dass wir dann irgendwelche Aktionen betreut haben oder Mandanten hatte, wo ich gedacht habe, hey, tolles, cooles Projekt. Aber halt einfach der absolute Großteil waren wirklich Sachen, wo ich entweder wirklich ethisch schon Probleme damit hatte, wenn du schon irgendwo immer was über Kriegswaffen liest oder dir denkst, so letztendlich der Dübel, an dem ich jetzt gerade mitarbeite, der hängt am Ende mal an irgendeinem Teil in einem Atomkraftwerk. Und dann habe ich mir immer gedacht, was tue ich eigentlich? Ist das irgendwie, hat das die Bedeutung, die das, was ich machen möchte, eigentlich haben soll? Ist das das, warum ich dieses Fach studiert habe und warum ich in die Richtung gegangen bin? Und das war dann eher so, nee, das ist es nicht. Definitiv nicht. Und das wird es auch nicht mehr.
Es wird oft ziemlich stressig. Das ist dann Adrenalin pur. Mittags muss immer alles zack, zack gehen. Das heißt, volle Konzentration, jede Sekunde. So ist das. Vor allem, seit wir den Michelin-Stern haben. Da muss immer alles stimmen. Alles muss perfekt sein, jedes Detail. Auf die Details kommt es an. Ça marche deux couverts avec deux tourteaux à suivre de volailles. C'est vrai que l'étoile, c'est pas. Non, c'est pas. Der Stern, das ist kein Zufall. Ich habe immer in Sterne-Restaurants gearbeitet, weswegen ich mir eine gewisse Disziplin angewöhnt habe. Ich arbeite viel. Wer seine Ausbildung in Sterne-Restaurants macht, der weiß schnell, ob er zum Koch taugt oder nicht. Der Druck ist gewaltig. Der Job ist anspruchsvoll. Man ist immer im Stress, weil man wie verrückt schuften muss. Wer sein Essen ernst nimmt, muss auch die Präsentation ernst nehmen. In unserem Job muss man immer sein Bestes geben, mit Herz und Seele dabei sein. Die Leute wissen nicht, wie viel Arbeit in so einem Gericht steckt. Ich will nicht übertreiben, aber es ist wie bei Hochleistungssportlern. Die arbeiten hart an sich, um ein bestimmtes Level zu halten. Sie wissen, gelingt ihnen das nicht, werden sie verlieren, egal wie sehr sie sich bemüht haben. Aber natürlich gibt es an diesem Job auch viel Gutes. Man bereitet Menschen einen Genuss. Das ist nicht bei jedem Job der Fall. Ich hoffe zumindest, dass ich den Menschen einen Genuss bereite. Klar, ich liebe meinen Beruf. Trotzdem ist es echte Arbeit. Gerade deswegen kann das auch eine Falle sein. Irgendwann hat man kein Privatleben mehr. Ich kenne das nur zu gut. Wenn man kein Zuhause hat und wenn man als Kind keine gute Beziehung zu einer Bezugsperson aufbauen konnte, wird man später im Leben Schwierigkeiten haben, anderen zu vertrauen und sich selbst zu vertrauen. Für andere Leute zu vertrauen und auch weil alles als Selbstvertrauen und Valorisation von sich selber geht. Mein größtes Problem war, mit so viel Freiheit richtig umzugehen und dass ich kein klares Ziel vor Augen hatte. Wenn man nicht weiß, wohin man im Leben will, dann fangen die Probleme an. Du fängst ein Problem an, Donne. Ich muss aber auch sagen, dass ich immer Leute um mich hatte, die mich unterstützt haben. Sei es moralische Unterstützung oder durch Liebe, was ganz wichtig ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Familie ist wichtig, aber Kollegen oder Menschen, die für dich da sind, sind auch von entscheidender Bedeutung. Man kann nicht alleine überleben. Das kann mir keiner erzählen. Aber das hier habe ich noch gefunden. Da war ich klein und niedlich. Anderthalb. Erstes Staatsexamen. Da war meine Schwester gerade zu Besuch. In Passau habe ich studiert. Ganz lange, also mit Referendariat und zwischendurch noch gearbeitet. Also da war ich wirklich mit Unterbrechungen insgesamt über einen Zeitraum von 10 Jahren. Meinen ersten Freund, also meinen ersten richtigen Freund, hatte ich wirklich erst mit 18. Na, raus von zu Hause, aber an die Uni und dann denkst du ja, jetzt guckst du dich erstmal um, ne? Pustekuchen, gleich in der O-Woche, bevor die erste Vorlesung startete, natürlich jemandem über den Weg gelaufen. Und so der Klassiker quasi einen Monat später zusammen gewesen. Das war halt auch einer der Gründe, warum ich gar nicht so dieses Studenten-Hallo-Tri-Weggeh, mal hier, mal da Leben hatte. Einfach weil ich da zu Hause schon immer dieses feste, sichere, stabile hatte. Und das war, also ich habe das schon genossen. Ich fand das schön, kam's nach Hause, war mal jemand da.
Beziehungen haben andere Menschen. Ich habe gerade keine, schon eine Weile. Ich bin ganz allein. Ach, Beziehungen, ja. Fand ich jetzt schön, als ich bei meiner Freundin in Berlin 2 Nächte gepennt habe. Die waren dann abends zusammen zu Hause. Und dann bin ich morgens aufgestanden und die waren schon wach. Und die saßen dann beim Frühstück, die saßen an einem Tisch zusammen und haben geredet und sich unterhalten. Und dann standen da 2 Teller und 2 Müslischalen und 2 Kaffeetassen. Auch das war schon nett zu sehen. Ich muss probieren. Früher war meine Arbeit für mich das Wichtigste. Ich hatte nicht gern mit Leuten zu tun, die Familie hatten. Ich wollte nämlich, dass sie zu 100% für den Job da sind. Ein eher idealistischer Ansatz. Seit ich selbst eine Familie habe, verstehe ich, dass die Arbeit nicht alles ist. Heute will ich weniger arbeiten und mehr mein Leben genießen. Diese Einsicht verdanke ich Soja und Monika. Der Vajra-Tanz hilft mir nicht nur, meinen Körper und meinen Geist zu entspannen. Während ich tanze, denke ich auch über wichtige Dinge nach. In meiner Freizeit versuche ich, mich zu entspannen. Immer im Laufschritt. Ein typischer Tag beginnt um 7.30 Uhr in der Küche mit dem Team. Von 12.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr servieren wir das Mittagessen. Und dann geht's von 17 Uhr bis Mitternacht durch. Ja, unsere Tage sind lang. Das ist die Facebook-Seite des Restaurants. Meine Schwester hat die erstellt. Ich habe sie gebeten, sich um die Online-Sachen zu kümmern, weil sie sich damit gut auskennt und das super macht. Ich stelle die Fotos zur Verfügung und sage ihr, was zu tun ist. Es ist großartig. Positive Likes, Kommentare, wunderbar. Ich mag das. Ich lese die jeden Tag. Es tut gut. Das haben wir im ersten Jahr des Restaurants gepostet. Mit dem ganzen Team. Sogar mit Marpo, unserem Hund. Mein Vater. Jeder hat mir gesagt, mit dem eigenen Vater zusammenzuarbeiten sei kompliziert. Für mich gar nicht. Es läuft gut. Mir gefällt's. Ich bin zuversichtlich. Wir kennen uns. Er weiß, wie ich arbeite und ich weiß, wie er arbeitet. Es gibt Momente, in denen es mal knirscht. Aber nicht mehr als mit einem anderen Partner. Diana hat Verständnis für meinen Tagesablauf. Sie weiß, dass ich wie verrückt arbeite. Wir sehen uns jeden Sonntag und wenn wir zusammen sind, genießen wir den Moment. Was das angeht, ist sie wirklich verständnisvoll. Ich ziehe mein Ding durch und sie lässt mich. Sie kennt meine Prioritäten. Nicht jeder akzeptiert so ein Leben. Ich finde es absolut nicht gut, wenn sich bei einem Paar der eine in das Berufsleben des anderen einmischt. Nein, ich sehe mich abends auch nicht nach Hause kommen, um mit Mama Abend zu essen. Oh nein, schon allein der Gedanke macht mir Angst. Ich bin es gewohnt, den Abend nicht zu Hause zu verbringen. Dieser Rhythmus gefällt mir. Prost! Ist nicht einfach, wenn ich mir die Leute in meinem Alter anschaue. Wir sind mit einem sehr hohen Lebensstandard aufgewachsen. 2-mal im Jahr Urlaub, 3-mal im Monat mit der ganzen Familie essen gehen. Wir sind einen hohen Lebensstandard gewohnt und wollen den auch behalten. Wenn man viel hat, will man es behalten, das ist normal. Ich kann einfach mein Beispiel holen. Wenn ich mich anschaue, ich bin 30, mit 28 bin ich zurück auf die Uni. Ich lebe in einer WG.
habe mir keine eigene Wohnung gekauft, fahre kein dickes Auto. An der Reaktion der Leute sehe ich manchmal, dass sie das seltsam finden. Hier in Luxemburg geht es immer nur darum, zu zeigen, was man besitzt, nach dem Motto, du bist, was du hast. Das ist so. Das ist so. Der Schwamburg, das geht gar nicht. Mit dieser Badehose, das geht gar nicht. Den hat gar kein Foto. Und der hat gar kein Foto. Ich glaube, die meisten Menschen träumen davon, zu heiraten. Ich verstehe nicht, warum man heiraten muss. Außerdem habe ich im Moment eh keinen Freund. Wer weiß, was kommt. Drei Verabredungen in 5 Tagen und nicht ein Typ dabei, der auch nur irgendwas taugt. Der eine hat gleich über Sex geredet. Ich nur, okay. Der andere hat nicht aufgehört zu jammern. Das kann ich überhaupt nicht leiden. So, Mitternacht, Feierabend, seit 7 Uhr morgens auf den Beinen. Und jetzt geht's feiern. Also ich versuche regelmäßig irgendwie Freunde zu sehen, zu treffen. Ist halt auch wieder hier schwierig. Und abends bin ich ja dann auch meistens in der Arbeit. Deswegen kann es mir eigentlich zeitlich gar nicht leisten, irgendwie einen Abend, wenn ich mal frei habe, nur auf der Couch zu sitzen, weil dann fehlt mir wieder Zeit, irgendwen mal wieder zu sehen und zu treffen. Strumpfhose anziehen, raus mit euch. Also Montagabend ist natürlich so ein Klassiker, so meine Stammcocktailbar, dass ich dann auch mal mit unterschiedlichen Mädels, das mache ich nicht jeden Montagabend, aber gerade so in den Nicht-Sommermonaten findet das doch regelmäßig statt. Zukunft ist so ein großes, unbeschriebenes Blatt und Zukunft war früher mal was, wo ich dachte, ich weiß genau, was ich mal mache, was ich mal bin, wo ich mal bin, wie das so aussieht. Wissen mit anderen auszutauschen ist genauso wichtig wie Technologie. Wir haben ein Handbuch über Lehmbau herausgebracht und ein Magazin mit dem Titel Erbauer. Ich stehe ein bisschen unter finanziellem Druck. Uns geht das Geld aus und solange ich mir nicht sicher sein kann, dass sich das Handbuch gut verkauft, wäre ich vorsichtig, was weitere Investitionen angeht. Das sehe ich auch so. Noch bringt unser Magazin so gut wie gar nichts ein. Und wir haben auch noch für 2000 Zloty ein neues Cover bestellt. Eben. Mit dem Handbuch kann ich mich finanzieren. Es ist auch für die gesamte Strohballenbaugruppe ein Schritt nach vorne. Da stehen alle wichtigen technischen Daten drin und die Erfahrungen, die der Autor, Professor Minke, auf der ganzen Welt gesammelt hat. Zu Ende! Fertig. Professionelle Niveau aus mein Ziel. Beruflich ist mein Ziel, irgendwann die Verantwortung für eine Abteilung zu haben. Im Bereich Unterkunft und so. Aber ein weiteres wichtiges Ziel ist, dass ich mich weiterentwickle. Als Pädagoge kann man nie einfach sagen, so, jetzt habe ich genug gelernt. Was also Angst in Bezug auf meine Arbeit angeht, es ist ein Job, in dem man eine Menge erlebt und man viel verarbeiten muss. Eine Sorge wäre vielleicht eines Tages davon aufgefressen zu werden. Guten Appetit, Jean-François. Knuspriger Fenchel mit Vanille und Bohnen. Ist sehr gut.
Ja. Sehr, sehr gut. Ich bin heute nicht auf 100%, weil ich erkältet bin. Die Blutorangenpaste ist doch lecker. Wenn wir etwas Neues versuchen, dann wird es erst vorgekostet. Und wenn es nicht schmeckt, kommt es nicht auf die Karte. Jeder muss hier sein Okay geben. Die Jungs, mit denen ich auf der Kochschule war, arbeiten heute alle im Ausland. Neuseeland, Australien, Japan. In Frankreich sehe ich große Probleme. Beim La Table du 11 habe ich während des ganzen ersten Jahres auf Bezahlung verzichtet. Ich habe mir meine Ersparnisse so eingeteilt, dass ich davon leben konnte. Ich hatte genug gespart, um mein Unternehmen nicht zu belasten. Nur weil es mit dem Restaurant gut läuft, heißt es nicht unbedingt, dass ich auch was verdiene. Ja, das Restaurant läuft, ich bin glücklich. Aber ich fahre trotzdem morgen keinen Ferrari. Diana verdient inzwischen ganz gut. Sie ist Anwältin. Und ich habe früher mehr verdient als heute. Aber das war meine Entscheidung. Ich habe mir meine Freiheit erkauft. Ich schulde niemandem was. Und wenn ich morgen schließen will, kann mir das keiner verbieten. Und das ist unbezahlbar. Mein kühnster Traum? Ich möchte aus dem La Table du 11 raus. Um einen noch erfolgreicheren Betrieb aufzubauen. Eleganter, wo man sich wohlfühlt. Mit schönen Tischen, mit mehreren luftigen Räumen. Vielleicht ein Hotelrestaurant. Und dann gehe ich den zweiten Stern an. Und dann den dritten. Träumereien halt. Ich glaube, wenn mein Großvater noch hier wäre und wüsste, dass wir einen Stern haben, der würde durchdrehen. Ich habe schon meine Grenzen ausgetestet, als ich noch jung war. Ich weiß genau, wo meine Grenzen sind. Man kann sich darauf verlassen, dass sich die Dinge laufend ändern. Wenn es mir also heute scheiße geht, dann kann ich mir sicher sein, dass ich mich auch wieder besser fühlen werde. Wenn nicht morgen, dann übermorgen oder nächste Woche. Es ist einfach besser für die Gesundheit, optimistisch durch das Leben zu gehen. Und schau besser auf das, was du hast. Und denk nicht an das, was du nicht hast. Das ist wirklich wichtig. Eine Technologie ist nicht das Ziel, sondern sie ist ein Werkzeug, um etwas viel Wichtigeres zu erschaffen. Ich möchte mich mit meiner Familie und mit meinen Freunden irgendwo niederlassen. Deshalb suche ich nach Menschen, die mit mir eine solche Gemeinschaft aufbauen wollen. Wir möchten uns also in den nächsten 3 Jahren eine Basis aufbauen. Dann, sofern unsere Mittel es zulassen, teilen wir uns wie eine Zelle in 2 Teile und errichten ein 2. Haus. Und von da an werden wir exponentiell wachsen. Ich denke, die Lösungen, die uns von der Zivilisation angeboten werden, in die wir hineingeboren wurden, sind nicht die richtigen. Es ist so schwierig, eine Gemeinschaft zu schaffen, die den Kranken hilft oder anderen Menschen, die es schwer haben im Leben. Wenn ich alt bin, möchte ich sagen können, dass mein Leben ein Abenteuer war. Was für ein Abenteuer! Ich möchte so gelebt haben, dass ich sagen kann, ich habe nie vor einer Herausforderung Angst gehabt. Dass ich sagen kann, ich habe immer nach vorne geschaut. Ich habe dem Leben immer direkt ins Gesicht geschaut. Und mich hat nie der Mut verlassen. Nach wie viel Stunden Schlaf? Keine 4. Geht jetzt zu einem kleinen Fotoshooting. Halbe Stunde radeln, wie immer bei mir. Und dann geht's los. Na, dann treiben lassen, weiß ich nicht. Also ich versuche dann schon,
irgendwann da eine Richtung reinzuentwickeln und eine Vision vielleicht dann mal zu haben, in welche Richtung es gehen soll. Aber dann passieren halt auch immer mal ungeplante, unvorhergesehene Dinge. Und dann bist du wieder in irgendeinem Projekt und denkst dir, hey, ist ja auch toll, dass ich das jetzt mache. Hätte ich ja so überhaupt nicht geplant. Also ist auf jeden Fall mehr von mir als an den meisten anderen Dingen, die ich tue. Du einfach nur dastehst und eine Rolle spielen wir den ganzen Tag überall. Ich war für eine Zeit lang zufriedener, als ich es vorher war, einfach weil ich die Aspekte, die ich in meinem Leben negativ fand, gegen etwas anderes ausgetauscht habe. Das war dann neu, dann war es quasi besser, aber jetzt bin ich ja auch schon wieder, sag ich mal, seit 2 Jahren in einer Phase, wo sich jetzt alles so eingespielt hat und alles so läuft. Und jetzt ist es auch schon wieder so, dass ich sage, so, jetzt ist der Zeitpunkt eigentlich auch schon wieder vorbei. Und eigentlich ist es wieder an der Zeit, woanders hinzugehen, was anderes zu machen. Das muss ich jetzt auch demnächst bald machen, weil ich merke, dass ich das, was ich tue, auch nicht mehr mit der Energie und der komplett Freude tue, wie ich es am Anfang gemacht habe. Also gerade so in diesen Jobs, wo du halt wirklich so im Customer Handling bist, wo dann immer jeder gesagt hat, du strahlst einfach rund um die Uhr, du strahlst jeden an. Und jetzt merke ich schon selber, wie ich manchmal einfach nur so einfach das Ganze nicht mehr so aufrechterhalten kann. Und dann auch schon Leute zu mir sagen, du wirkst halt irgendwie gestresst und du bist gar nicht so glücklich und freundlich und wie du sonst immer warst und bist. Und ja, also ich werde wieder was ändern müssen. Es ist sehr schwierig, seine warme, bequeme Welt zu verlassen und sich endlich die Welt zu erbauen, von der man immer geträumt hat.